So. Also ich bleib mal bei 2000, also bei 1044p. Mit der Aufzeichner bin ich erschöpft. Weil mein Müll. Land immer noch mittel überladen. Und die habe ich mir noch gar nicht angezogen. Der kam weg. Apfelwein. Keine Ahnung. Bier kam weg. Hat er denn Kochzutaten? Verzierte Scheide. Mehl brauchen wir hier mal. Alle mit. So eine Kochzutat, ne? Ja. Ja, mach mal los. Handeln. Vanessa! Ja, noch Kram, den müssen wir dann ablegen. We do it my way. Ich habe eben getestet mit der Aufnahme, das war sehr gut, also die Qualität. Jetzt haben wir wieder 45 Minuten rein. Diesmal raste ich nicht direkt in den Thronsaal, sondern gehe durch die Haupttür. Ja. Gucken, Onwards! wie das läuft. Ansonsten ist heute wieder ein neuer Patch rausgekommen, dann müsste ich das mal aktualisieren. Dann damit weiterspielen und gucken, ob das hier behoben ist. Am Ende des letzten Videos war ich komplett stecklich fest. Ja, jetzt passen auch die Farben. Vorher sah das hier alles ganz komisch aus. So, Lindsay. Lindsays Augen funkeln und ihre Nasenflügel scheinen vor Wut zu beben. Doch aus irgendeinem Grund flüstert sie beinahe. Was für eine Unverschämtheit, was für eine unverzeihbare, monströse, unvorstellbare Unverschämtheit. Was ist passiert, Lindsay? Atme erstmal tief durch und erklärt mir dann, was passiert ist. Was ist passiert? Der Thron, der königliche Thron, er... Lindsay verstummt und zeigt mit dem Finger zur anderen Seite des Thronsaals. Der Thron ist weg! Wer hat das getan? Achso, die Stelle, an der einst der königliche Thron stand, ist jetzt leer. Wer hat das getan? Lindsay zuckt mit den Schultern. Der Schuldige konnte entkommen, aber ich finde es kaum vorstellbar, dass jemand unbemerkt den Thron aus dem Palast schleppen konnte. Ist das einfach so eine Verschwörung hier? Dieses Verbrechen mag unverfroren und dreist sein, eine Ausnahme ist es jedoch nicht. Es heißt, dass die Einheimischen das Diebesgesindel gründlich satt haben. Sie brechen in Häuser ein, knacken Schlösser und stehlen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und jetzt hat dieser Albtraum auch noch den Nerv, dieser Abschaum auch noch den Nerv, sich an königlichem Eigentum zu vergreifen. Wir müssen diesem Treiben ein Ende bereiten, bevor dieses Diebesgesindel noch das ganze Königreich stiehlt. Und wir müssen euren Thron wieder beschaffen. Es ist wirklich eine Schande. Lindsay erlangt wieder die Fassung und fährt flüsternd fort. Ich hoffe wirklich, dass eure Leute kein loses Mundwerk haben und schmutzige Gerüchte verbreiten. Warum haben die Wachen nichts unternommen? Lindsay wirft die Arme in die Luft. Nun, ihr wart ja schließlich nicht auf dem Thron, als er gestohlen wurde, und eure Wachen wurden nicht dafür ausgebildet, eure Möbel zu bewachen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Menschen zu beschützen. Die Badin lächelt und euch fahl an. Wäre der Thron samt euch gestohlen worden, wäre das natürlich noch viel schlimmer gewesen. Aber das ist auch nur ein schwacher Trost, wenn ich diesen Dieb in die Finger bekomme. Lindsay schüttelt den Kopf. Was auch immer ihr als nächstes geplant hattet, die Wiederbeschaffung des Throns
muss jetzt eure oberste Priorität sein. Ich will gar nicht daran denken, wie laut unsere Nachbarn uns auslachen werden, wenn sie von dieser Blamage erfahren. Wo sollte ich eurer Meinung nach mit der Suche beginnen? Zunächst einmal solltet ihr mögliche Zeugen befragen. Ich glaube, der Hauptmann der Wache war im Palast, als es geschah. Er war zumindest der Erste, der den fehlenden Thron bemerkt hat. Dann solltet ihr in die Stadt aufbrechen. Ich habe gehört, dass erst kürzlich der Schmied beraubt wurde. Vielleicht hat er ja ein paar Hinweise für euch. Ich würde an eurer Stelle auch mit dem Händler sprechen. Er hat vielleicht Informationen über Leute, die gestohlene Ware verkaufen. Ach, und eines noch, sprecht auf jeden Fall mit dem Wirt. Wenn sich die Einheimischen bei jemandem ausheulen möchten, ist er die erste Adresse. Eine bessere Informationsquelle gibt es praktisch nicht. Ich sollte mich auf den Weg machen. Echt jetzt? Ohne Scheiß. Und stecken alle unter einer Decke. Muss mein Thron. Muss mein Thron. Tut mir leid, dass ihr eurem Stamm nicht begegnet seid. Das müsst ihr nicht. Wie ich mich kenne, hätte ich sie wahrscheinlich getötet. Und nun habe ich sie begraben, mich verabschiedet und das war's. Damit ist es beendet. Knochen sind Knochen. Man kann sich nicht an ihnen rächen. Man kann keinen Frieden mit ihnen schließen. Man kann sie nur begraben. Na gut. Ich bin froh, dass ihr zumindest mit euch selbst Frieden geschlossen habt. Ha, kennen wir uns? Wann war ich denn jemals richtig im Kopf? Ihr werdet schon sehen. Irgendwann passiert ein neuer Scheiß und dann sind wir wieder im Krieg. Haha. Na, okay, passt schon. Das ist komisch. Sie hat noch nichts. Eine Markgräfin, ich. Ja. Also, wir müssen die Krams weglegen. Auch wenn der gut ist. Und die will ich eigentlich anlegen. Weil Illusion. Mein Phantomzauber. Sanna, wo ist mein Thron? Bartholomäus, wo ist mein Thron? Die war nicht die Leile hier rum. Wache. Wo ist mein Thron? Lang lebe der König. Nix. Wo ist mein Thron? Nix. Nix. Was höre ich denn hier? Irgendwelche Zauber. Ich habe einige Relikte. Zack, zack. Luft ist frisch, der Wind. Nix. Okay, dann müssen wir hier raus. I won't be halted. Oh, ich hätte rasten sollen. Shit. Bin ja noch erschöpft. Mist. Soll ich nochmal laden? Na komm. Und rasten.
Viele, viele Ladebildschirme. Schon angefangen, alte Speicherstände zu löschen. Vielleicht hilft das ja, weiß ich, aber glaube ich nicht. Ja, haben wir jetzt geschlafen? Weiß ich, schlafen wir nochmal. So. Hier rumgespeichert hier. Jo. Ich glaube, jetzt ist der Thron wieder da. Habe ich gesehen, ich sitze da ohne Thron. Und dann sagte König Zage voller Stolz, eure bösen Taten haben jetzt ein Ende. Oder vielleicht eher, wir sind eurem finsteren Plan auf die Schliche gekommen. Lindsay versucht schnell etwas zu schreiben, hält dann inne und schaut auf. Oh, durchlaucht, wir haben unglaublich schrecklich wichtige Neuigkeiten. Wir haben erfahren, entdeckt, erfunden, nun hier, Lindsay deutet auf den Geschichtenerzähler, er wird es euch erklären. Der Geschichtenerzähler wartet geduldig, bis Lindsay ihren feurigen Vortrag beendet hat. Ich werde weit ausholen müssen, um euch an dem teilhaben zu lassen, was ich mit meinen blinden Augen sah. Die Raublande sind wie ein verlassenes Haus, in dem der Wind eine Wiege mit dem Skelett eines Kindes schaukelt. Nicht wenige neugeborene Königreiche starben hier vor schon kurz, nachdem sie ihren ersten Atemzug machten. Ich habe ihre Geschichten zusammengetragen, diese wertvollen Sterne, die im Staub verloren gingen. Und dabei sind mir ein paar Gemeinsamkeiten aufgefallen. Es ist wie ein Muster, das sich über eine Vielzahl von Stickereien wiederholt. Die Handschrift desselben Autors zieht sich wie ein roter Faden durch alle Geschichten. Ein Wort hier, ein Hinweis da, falsche Visionen, Referenzen zu einer mysteriösen Schutzherrin, Geliebten und Mentorin, tragische Zufälle von einer sonderbaren Abwesenheit der Willkür geprägt. Völker und Länder wurden auf verschiedenen Wegen in den Untergang geführt, doch über sie ragte jedes Mal derselbe ominöse Schatten. Lindsay, und wir kennen nun den Namen dieses Schatten, Nerissa. Dieser Name hat selbst aus dem Mund einer rastlosen Bardin etwas Unheilvolles. Die böse Nymphe, die Monster in unser Land schickte und Tristian all dies antat. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir sie mit eurer Hilfe zur Rechenschaft ziehen können. Weil... Fangen wir von vorne an. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen? Nun, es begann alles damit, dass ich mir unbedingt die Schilderungen des Geschichtenerzählers anhören wollte. Ich folgte ihm schon seit langer, langer Zeit. Ich befragte ihn und erzählte ihm auch von unseren Abenteuern. Und manchmal saß ich einfach nur neben ihm und wir unterhielten uns miteinander. Als ich ihm dann von den gesichtslosen Schwestern und den Schrecken der verlassenen Burg erzählte, da fiel ihm auf, dass die Geschichte verblüffende Ähnlichkeit mit anderen Erzählungen hatte, die er schon kannte. Also scheint sich das hier immer zu wiederholen. Königreich kommt neu, Nymph zerstört. Königreich, Nymph zerstört. Was genau habt ihr vor? Die Barden wissen, wie man Nachrichten durch Träume verbreitet. Ich versuche, mich dieser Kunst nicht zu bedienen, da es manche Leute zu erzürnen schien, wenn ich in ihren Träumen erschien, um ihnen meine neue Gedichte vorzulesen. Nun, der Geschichtenerzähler hat ein Ritual entwickelt, das auf diesen Zauber basiert. Dadurch werden wir alles zusammentragen, was mit Nerissa in Verbindung steht. Und damit meine ich wirklich alles, angefangen bei der kleinsten Spur, die sie in der verlassenen Burg hinterlassen hat. Und wenn wir alles zusammengetragen haben, verbinden wir seine erzählerischen Fähigkeiten mit meiner Fähigkeit, durch Träume zu reisen, und so gelangen wir in Nerissas Traum. Zu dumm, dass wir nicht dieses Amulett mit der Haarsträhne haben.
das euch Nerissa vor dem Kampf gegen den Hirschkönig gab. Ihr erinnert euch doch, sie gab euch damals als arme leidende, sie gab sich damals als arme leidende Nymphe aus. Mit dem Amulett könnten wir die Vorbereitungen deutlich leichter und schneller abschließen. Hab ich doch. Was werden wir dadurch erreichen? Wir werden jedes ihrer bösen Geheimnisse erfahren. Das Ritual wird ihre verborgensten Gedanken und Träume für uns sichtbar machen. Nun, theoretisch zumindest. Es ist ja nicht so, als hätte schon mal jemand etwas derartiges versucht. Geschichtenerzähler. Es birgt durchaus Gefahren, sagt der Geschichtenerzähler leise. In Träumen sind Monster noch schrecklicher als jene, denen wir in der Realität begegnen. Aber ich rate euch dringlichst, euch diese Chance nicht entgehen zu lassen, König. Ihr steht einem mächtigen Feind gegenüber, der schon Dutzende König- und Kaiserreiche zerstört hat. Wenn ihr sie nicht stellt und ihre Schwächen nicht entdeckt, dann wird es euer Land bald nur noch in meinen Geschichten geben. Nun gut, ich werde veranlassen, dass ihr mit allem versorgt werdet, was ihr benötigt. Erzielt ihr nur die Ergebnisse. Kommt zu mir, wenn wir mit den Vorbereitungen fertig sind. Und vergesst nicht, dass ich nur euch und Lindsay in Nerissas Traumwelt schicken kann. Was auch immer ihr dort antrefft, ihr werdet es gemeinsam überwinden müssen. Euch steht ein schwieriger Weg bevor. Nur Lindsay? Oh. Guck mal, ich sitze da. Auf keinem Thron. Charelle. Oh, Geschenke. Ich habe etwas für euch. Ein Gürtel. Brauche etwas. Neue Kleidung. Gut. Ach, das ist ein Hocker. Ach, wie schön. Ich muss meinen Thron finden. Ach, wie schön. Der Weg der Träume. Dazu müssen Geschichten und die Dinge in Erinnerung sammeln, die mit Nerissa in Verbindung stehen. Und zwar so viele wie möglich. Die Diener des Königs werden etwas Zeit brauchen, um alle erforderlichen Gegenstände zusammenzustellen. Nach einem jeden Verlust beginnt die Suche zunächst einmal mit Befragung. Wir müssen mit dem Hauptmann der Wache sprechen, der bemerkt hat, dass der Thron verschwunden war. Außerdem sollten wir mit dem Schmied Werdel sprechen, der selbst Opfer dieses Diebstahls geworden ist, und mit dem Stadthändler. Sie wissen vermutlich etwas über diese mysteriösen Diebe. Und die Wirtin Elina hat ganz bestimmt etwas über die zahlreichen Diebstähle gehört, die in letzter Zeit in der gesamten Stadt verübt wurden. Ja, das machen wir jetzt zuerst. So. Geht doch. Soll's. Ich dachte erst, ich sitze da in der Luft, aber dann war wohl doch ein kleiner Hocker. So nett waren sie dann doch, um sich mal schnellstmöglich hier einen Hocker hinzustellen. So, geht los. Na komm. Lord. Okay, wo sind sie? Ich will die umbringen. I won't be halted. Was mein Thron? Die haben alle nichts. Was mein Thron? Okay. Hier, Lene? Du handelst auch mit Diebesgut, oder nicht?
keine Edelsteine. Kann ich jetzt was handeln? Ah, ich muss gehen. Nock, Nock, hast du was gesehen? Onwards. Mal gucken, ob hier was Neues ist. EQ? Ja. I lead, you follow. Ja, müssen wir mit ihr sprechen? Hat sie was? Ne. So, Hassuf. Der Mann verneigt sich mit leicht gespreizten Armen vor dir. Hassuf aus Absalom freut sich, euch willkommen zu heißen, euer Durchlaucht. Kommt, werft einen Blick auf die besten Wagen, die wir reisenden Händler anzubieten haben. Bitte seht sie euch an. Wisst ihr, wo gestohlene Waren verkauft werden? Hassuf mustert dich aufmerksam. Wie überaus höflich, dass ihr mich nicht direkt fragt. Aber nein, ich bin an derart zwielichtigen Geschäften nicht beteiligt. Aber wenn die örtlichen Händler bisweilen... Auch wenn die örtlichen Händler bisweilen etwas anderes behaupten. Man sagt, in dieser Stadt würde alles gestohlen, was offen herumliegt, und dann doch nirgendwo zum Verkauf angeboten. Ihr seid nicht der Erste, der nach gestohlenen Waren fragt. Viele hoffen darauf, dass die Kostbarkeiten, die aus ihren Häusern entwendet wurden, auf dem Schwarzmarkt wiederzufinden. Leider jedoch scheinen sich die Diebe ihrer Beute auf anderem Wege zu entledigen. Okay, vielleicht der andere Mal. We do it my way. Weiß er was? Ah, hier. Habt ihr von den Diebstählen gehört, unter denen die Stadt leidet? Werdel runzelt die Stirn. Gehört, euer Durchlaucht? Ich bin selbst Opfer dieser Diebe. Sie haben mir mein Werkzeug direkt unter der Nase weggestohlen. Ich war gerade im Hinterhof, um Kohle für die Äste zu holen, als ich drinnen ein Geräusch hörte. Ich rannte hinein und der Dieb sprang in ein magisches Portal und verschwand. Ich konnte ihn nicht mal richtig sehen. Sag ich mal, was er hast. Oder den Standard-Krams. Ein magisches Portal. Okay, wir wissen, es ist kein Schwarzmarkt. Es landet nicht auf dem Schwarzmarkt. Es gibt ein magisches Portal. Wir müssen dann, glaube ich. Jo, wo ist mein How may I serve you, your highness? Gar nicht. Okay. Also ich muss hier ganz rumlaufen. Ja, der Hund flippt da. Valerie, wo ist mein Thron? Ja. So, Heiland, Hauptmann. Lindsay sagte, ihr wärt derjenige, der bemerkt hat, dass der Thron verschwunden ist. Der Blick des Hauptmanns verfinstert sich. Ja, euer Durchlaucht. Er schweigt einen Moment und fährt dann offensichtlich verlegen fort. Genau genommen, euer Durchlauft, bitte haltet mich nicht für einen Narren oder Trinker. Als ich auf dem Weg zum Thronsaal war, nun, ich dachte zunächst, ich hätte mir das alles nur eingebildet und habe die Sache abgetan. Jedenfalls dachte ich, ich hätte euren Thron im Korridor gesehen und er ist weggerannt. Nicht von allein natürlich. Ich konnte nur nicht sehen, wer ihn getragen hat. Vielleicht war ja jemand wirklich Kleines darunter. Und glaubt mir, er war schnell. Er sah aus, als wäre der Thron von alleine um die Ecke gebogen. Aber der Anblick war so widersinnig, dass ich dachte, ich wäre einfach zu müde und würde mir das nur einbilden. Ein Moment später bemerkte ich, dass er tatsächlich fort war und lief hinterher. Aber er hatte sich in Luft aufgelöst. Vielleicht war es ja, ihr wisst schon, Magie? Ja. Also ein Portal, wir wissen, sie sind klein, die benutzen Portale und Sachen landen nicht auf dem Schwarzmarkt. Okay. Bleibt noch unsere Viertin.
wir befragen müssen. Was leuchtet. Haben wir ein neues hier? Ne. Amiri, wo ist mein Thron? Ja. Die will nicht. Okay, dann erzähl mal, Elina. Okay, ich habe gehört, in der Stadt kam es zu mehreren Diebstählen. Wisst ihr etwas darüber? Ich habe natürlich davon gehört, eure Durchlaucht. Viele Häuser wurden ausgeraubt und das Merkwürdige ist, es wurden keine Schlösser geknackt oder Fenster eingeschlagen. Wie also haben sie sich diese Halunken Zutritt verschafft, hm? Die Diebe sind wahre Meister darin, in andere Leute Häuser zu gelangen. Und sie stehlen, was auch immer sie dort finden. In einem Haus war es das Tafelsilber, in einem anderen haben sie das Gold zurückgelassen. Nee, das Geld zurückgelassen, dafür aber Kinderspielzeug gestohlen. Was für merkwürdige Diebe. Okay. Befrage die Bürger. Okay, Linda sagte, die Diebe sich für seltsame Beute entscheiden. Sie stehlen sowohl wertvolle Gegenstände als auch wertlosen Tannen. Der Hauptmann sagte, der Thron sei von jemandem mitgenommen worden, der sehr unauffällig war. Die Wache bemerkte den Schurken hinter dem riesigen Stuhl, den er den Gang entlang schleppte, überhaupt nicht. Werdel hat ein magisches Portal gesehen. Der Dieb, der ihn ausgeraubt hat, ist natürlich entkommen. Der Händler hat berichtet, dass die gestohlene Ware nicht auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht ist. Offenbar verkauft der Dieb seine illegal beschafften Güter auch alle selbst. Die Befragten haben kein Ergebnis gebracht. Diese Diebe sind listig. Sie setzen Magie ein und sie verkaufen ihre Ware nicht an Dritte. Wir können nur hoffen, dass das Diebesgut irgendwo auftaucht. Immerhin reden wir hier vom Thron. Gehen wir mal hier hinten. I won't be halted. Ist auch nichts. Müssen wir mal oben gucken. Was ist aber dieses Wusch, das ich hier höre? We do it my way. Macht meine Untote. Ja. Nix. Schlossen. Die ist ja klein. Ist Zagi hier? Trinkt er mit seinen Leuten? Onwards! Manchmal. Noch mehr Bürgers. Der ist klein. Hicks. Durchlaucht. You follow. Zumindest habe ich meine Kiste noch. Der Thron ist ja gar nicht so schlimm.
Dumm, die dumm. Na komm. Es ist Nacht. I won't be halted. Mal Linzi fragen. Wir berichten, dass die Leute oder was wir rausgefunden haben durch die Befragung. Na komm. So. I won't be halted. Lindsay? Muss gehen. Definitiv nichts machen. Ich dachte, das wäre jetzt eine fortlaufende Geschichte mit dem Thron. Nicht dann doch wieder warten. Lindsay ist völlig verängstigt. Ja, haben wir versucht. Der Zorn des Waldes, Triumph. Lindsay und der Geschichtenerzähler warten im Schloss, ja, haben wir gemacht. Ein Zeichen des Himmels, die Einheimischen bedürfen einer Erinnerung an die Erhabenheit der Macht der Götter. Der Hohepriester sollte ein feierliches Ritual abhalten. Ja, mach mal. Projekte. Ein Weg in Nerissas Traum. Es ist klug, seine Feinde zu kennen. Unser Meister, unsere Meister der Arkan und göttlichen Künste verbünden sich mit Linzi und dem Geschichtenerzähler, um die Möglichkeit zu erforschen, in Nerissas Traum einzudringen. Ja, mach das mal. Okay. Spring mal ein. Die Kunstfreunde zu finden. Eine große Handelskarawane ist in die Hauptstadt eingetroffen. Offenbar wird sie von großen Kaufmännern aus Andoran geleitet. Wir sollten ihnen unsere Gastfreundschaft zeigen. Ja, mach mal ja sagen. Schau mal, wie gastfreundlich du bist. Einen Seelenkrug verkaufen, das kann er machen. Ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Oder sollen wir mal durch die Häuser laufen? Selbst mal so auf Patrouille gehen. Zirelle, dankeschön. Kettenhelm. Oh, ich will etwas von euch. Ein schnelles, robustes Schwert. Unsichtbaren, tödlichen Dolch. Kettenrüstung. Das mich schneller macht. Ich brauche etwas, das mich schneller macht. Gut. Für einen Krieger sind Schnelligkeit und Schutz gleichermaßen wichtig. Man sollte
Nicht das eine zugunsten des anderen opfern, sondern sich beides erhalten. Das stimmt. Okay, nichts los hier. Ein Kettenhemd? Kettenhemd des Kettenbrechers. Aha. Kettenpanzer plus 3. Gewährt Verbesserungsbonus von plus 5 auf Trickwürfe und einen Resistenzbonus von plus 3 auf Reflexrettungswürfe. Einmal pro Tag Bewegungsfreiheit zu wirken. Plus 5 auf Tricks. Das ist leichter, ja. Kettenhemd. Oder mehr Rüstung. Mehr Geschick. Plus 5 Tricks, plus 3 Reflex. Ja, auf jeden Fall. So. Warum sind wir so überladen? Göttlicher Beistand gewährt einen Ablenkungsbonus von 3 auf RK und erlaubt es einmal pro Tag Verbannung zu wirken. Gewährt außerdem 10 Resistenz gegen negative Energie. Ich glaube, die Stats, das sind einfach besser für solche Gegenstände. Also sie hat Tricks, alles verstärkt und so weiter. Zauberstufe 1, 2, 3 dehnen sich aus. Ne, und verstärkt sie. Stufe 1, 2, 3. Also richtig krass. Ah, ich kann's vergessen. Das wird zu speziell. Ja, was können wir denn jetzt machen? Kein Ergebnis gebracht. Diese Diebe sind listig. Sie setzen Magie ein und sie verkaufen ihre Waren nicht an Dritte. Ja. Der Weg der Träume. Da warten wir drauf. Sturmlichtturnier. Rufung des Baden, da warten wir drauf. Hochwohlgeboren im Herzen. Peters können wir nicht besuchen. 181 Tage. Eigentlich nur wieder losziehen, notfalls. Ansonsten könnten wir vielleicht auch I won't be halted. Uns mal reingucken, eins von diesen. Snakes. We do it my way. Ich
König selbst bricht in unser Haus ein. Was für eine Ehre. Onwards! Was war denn eigentlich in diesem Brunnen? Ach, das war nur diese eine. Oh Gott, da muss er noch laden. War hier sonst noch was? Ich denke mal nicht. Wir warten ja mal noch darauf, dass halt irgendwann der wir noch alle Monster getötet haben, dass wir durch das Portal können. Ne? Das müssen wir eigentlich erkunden gehen. Kann ja nicht so lange dauern, bis wir mal was hören dann davon. Wir können uns jetzt nicht derartig hängen lassen. Der Hauptmann selber, der Hauptmann der Wache, der war auch nur ein Hinweisgeber. Ich denke, ich tippe auf Goblins. Immer noch ein bisschen erkunden. Ich sehe auch nichts Neues, so wie hier versteckte Diebe oder so. Denke ich jedenfalls nicht. Okay, gut, wir können weitermachen. Hier können wir noch hoch. Vielleicht sind wir jetzt gleich gerade vor Pitax, dann leuchtet das Ding auf und sagt, hier ist der Dieb. Kreuzrittersmitte, ja. Militär plus 10, boah. Die Generälin hat in blumiger Sprache die vielen Heldentaten beschrieben, die die Krieger in Diensten des Königreichs begehen könnten. Und die ganze Truppe entschied zu bleiben. Schön. Zahlungsrückstand. Die Bauern in einer deiner Region weigern sich rundheraus ihre Steuern zu zahlen. Wusch. Der Frühling ist dieses Jahr später gekommen und im letzten Jahr war die Ernte schlecht. Sie haben kaum genug zu essen für sich selbst. Die Bürger der benachbarten Region beobachten die Lage ganz genau. Wer soll sich darum kümmern? Zan, mach du mal, Zanna. Alte Tradition. Im Schloss ist eine Einladung zu einem bedeutenden Volksfest eingegangen. Ja, los. Die macht das doch gerne. Feiern die Octavia.
Also die Reisewege werden jetzt natürlich richtig lang, ne? So langsam. Haben wir schon drei Ereignisse, bis man überhaupt in Pitax ist. I require rest. Nix, wir laufen jetzt durch. So, jetzt können wir einmal rasten. So, wir haben Mehl gekauft, ne? Machen wir das Pfannkuchen. Zack. Wir haben grob 16 Tage, bis wir die andere Sache geregelt haben. Okay, komm mal durch. Alle Wege verbinden. Ja, da brauchen wir noch nicht hin. Strength fades. Guck, hier ist schon wieder ein Ende. Das reizt mich ja schon mit dem Lebensmittelstand. Schloss der Messer. Oh hier, der ist schwer überladen, der Kleine. Ja, hier kann man jetzt rüber. Okay. Und dann rasten wir mal. Machen wir irgendwas kaputt und dann gucken wir zurück. Die Frage ist, was wir jetzt kaputt machen. Das klingt ziemlich heftig hier oben. Definitiv ein Drache. Schloss der Messer. Das Schloss der Messer ist heute kaum mehr als eine verfallene Ruine. In seinen ruhmreichen Zeiten muss es jedoch ein prachtvolles Bauwerk mit zahlreichen spitzen Türmen gewesen sein. Ganz ähnlich den von elfischen Artefakten. Architekten erbauten Schlössern. Ah, shit. Stopp. Geh mal dahin. Weg runter muss das schneller gehen. Was hat sie eigentlich? Die Geschichte von Wolfgang Hypeton. Das Kapitel von Wolfgang Hypeton gewährt einen Kompetenzbonus von plus 10 auf Heimlichkeit. Der ist wieder erschöpft, ich glaube es nicht. Ja, gut, nochmal. In das Messerding rein. Ja. Viel zu laden. Ja, mal gespannt. Okay, groß. Ui, ganz schön.
Oh, wir sind überall Pflanzen. Das ist nicht cool. I won't be halted. Kann man nicht hoch? Wir können dann da nur hoch. Who will prevail? Wölfies? Versuchen wir mal nochmal. Oh shit. Mach mal das RK-Ding. Plus 2 auf Trefferpunkte. Zwei auf alle Fertigkeiten. Ja, los. Du hast hier ein Gebet raus, du segnest uns. Ich hau mal Tod den Untoten, wenn nichts bringen. Zwielichtattacke. Auch nur eine einzelne Person. Eissturm. Alle Kreaturen, das ist nicht cool. Alle Feinde, nee, die tut alle Dingsen. Ach komm. Goku Skeletto. Lindsay, die haut immer erfrischenden Auftritt aus. Wie viel hat sie denn davon eigentlich? Ne, die mal Hitze. Da ist 7 hat sie noch, wow. Okay. Alle häuten. Alles einsammeln. Okay, das war eine Menge Wölfies. We do it my way. Die sind auf jeden Fall nymphenmäßig. Can you make an epic pose? I need inspiration. Ich versuche die mal aufzulösen, Jungs. And then our leader charged forwards. Hey, wait for me. Fehlschlag. Repent. Ah, Level up. Fleeting. Das ist Yasai mit ihrer Sense, ne? Level up. Yay. Machen wir das da erstmal. So, Kampfmagus. 9, 18 dann, ne? Mächtige Kampfzauberei. Und noch ein Arcanum. Und wieder Punkte hier. So, was hatten wir gesagt? Wir wollten mal Athletik skillen, weil wir da oft Dinger kriegen. Und dann haben wir mal keinen dabei, der das machen kann. So. Dimensionsschlag. Der Kampfmaus kann als schnelle Aktion 2 Punkte Sakan Vorratssense um. Nee. Zauberstab. Eiliger Angriff. Der Kampfmaus kann als schnelle Aktion 1 Punkt in Sakan von sich schneller zu bewegen. Brauchen wir nicht. 2 Punkte seines Verwenden, um alle seine Angriffe mit Nahkampfwaffen bis zum Ende der Runde als Berührungsangriffe im Nahkampf abzuschließen. Ja, warum nicht? Was soll's? Keine Ahnung, was das ist. So, jetzt haben wir hier eine Menge Zauber, Umwandlung.
Tirol alle Feinde innerhalb von 20 Fuß Radius. Ein glutheißer Wind fügt allen Kreaturen im Wirkungsbereich 4 Wurf 6 Feuerschaden. Ein Punkt Zauberstufe. Ja. Dummer ist das halt immer nicht. Laden. Höllenfeuer. Drachenwesen, nee. Elementarkörper. Kannst du die Gestalt eines großen Lufterdfeuer? Nee. Bestiengestalt, nee. Komm, 4 Wurf, 6 Feuerschaden. Hallo um mich rum. Gucken, wie das tut. Bei Hervorrufung haben wir Beschwörung, Verwandlung. Wann? Hervorrufung? Wir haben auch kaum Illusionen hier immer. Als Verwandlung und so. Na, ah, passt schon. Also die hohen Zauber sind bei mir fast immer nicht Illusion. Mhm. Ja, okay. Fertig. Valerie. Kritische Treffermeisterschaft, ja. Harim. Schildwall. Zwielichtattacke. Okay. Lindsay, Wellen der Ekstase. Die hat auch immer Zaubers. Verwirrende Klingen. Okay. Lass uns mal hier oben gucken, wo die Pflanzen waren. Hier sind auf jeden Fall welche. Baumwappenschnalle. Ein Satyr und eine Nymphe. Kamala der Phönix. Meinst du sonst sowas? Nee. Ist das mal eine nette Nymphe oder müssen wir die umbringen? Onwards! Ein Satyr und eine Nymphe beobachten eine dunkelhäutige Elfe, deren Arme tanzen und bei einer Art Ritual elegante magische Bewegungen ausführen. Als sie dich bemerkt, unterbricht sie ihren zeremoniellen Tanz und grüßt dich mit einer angedeuteten Bewegung, respekt und würdevoll. Kamala der Phönix, ihr seid Zage, Kriegerkönig, und habt als erster den Raublanden Frieden gebracht. Ich habe mir ein Treffen mit euch gewünscht und das Schicksal hat dafür gesorgt, dass unsere Wege sich kreuzen. Mein Name ist Kamala. Wer seid ihr? Kamala der Phönix vom Suramgamin-Orden, demütige Anhängerin des Weißen Weges von Lehrer Alvalo. Ne, Avalo. Oh, Religion erfolgreich. Der Suramgamin-Orden ist relativ unbekannt, aber du hast schon Geschichten über ihn gehört. Seine Anhänger stehen für das Gute und die Ordnung. Und ihr Lehrer Avalo, der aus Yalmerai stammt, predigt völlige Gewaltlosigkeit. Oh, gut. Seine große Insonation im Obari-Ozean vor der Küste von Nex. Da ist die einzige Verbindung der inneren See zu den legendären unfassbaren Reichen darstellt, umgibt die Bewohner eine einzigartige geheimnisvolle Aura. Ebenso einzigartig sind auch die Religionen, die Jalmerai dominieren. Irori hat zwar auch viele Anhänger in der ganzen Region, aber am stärksten ist seine Religion auf der Insel ausgeprägt. Zusammen mit der Verehrung tausender anderer Gottheiten von Vudra. Vudrani? Vudrani, die eine unserer Handwerkerinnen ist von Vudra. Oder betet Vudra an. Ist sie auch von da? Weiß ich nicht mehr. Auf Jal. Die Shenai, die kommt da weg. Auf Jalmari lebt eine ungewöhnlich große Anzahl von Mönchen, deren Kampfkünste sogar auf anderen Kontinenten bekannt sind.
Und die Häuser der Vollkommenheit sind die meistbesuchten Klöster der Region der Inneren See. Okay. Warum habt ihr nach mir gesucht? Geheimnisvolle und unheimliche Dinge geschehen in eurem Land. Die Gesetze zwischen den Welten sind Die Grenze zwischen den Welten wird dünner. Und jemand streckt seine Hand hindurch und plant den Tod von euch und euren Untertanen. Meine Brüder und Schwestern vom Suramgamin-Orden sind gekommen, um euch gegen diesen unbekannten Feind beizustehen, falls ihr unsere Hilfe wollt und falls ihr unsere Prüfungen besteht und euch als würdig erweist. Was macht ihr mit diesen Feenwesen? Sie wurden unfreiwillig in diese Welt gebracht und ihr boshaftes Gemüt könnte viel Ärger für die Einheimischen bedeuten. Genau, Feen, scheiß Feen. Die Grenze zwischen den Welten ist hier dünn und zerbrechlich, wie das, wie der verschlissene Stoff einer Mönchskutte. Ich habe sie bezaubert, damit sie eine Weile lang ruhig sind, während ich ihre Heimkehr vorbereite. Oh, das ist gut. Erzählt mir von eurem Orden. Lehrer Avalo hat unseren Orden gegründet, um Menschen dabei zu helfen, den Weg des Guten ungerührt zu beschreiten. Und denen, die ihren Weg verloren haben, einen Ort zu geben, an den sie zurückkehren können. Das Rückgrat unserer Philosophie ist Gewaltlosigkeit. Das bedeutet nicht, dass wir hilflos sind. Aber wir glauben, dass es eine Zukunft gibt, in der niemand auf unserer Welt mehr die Waffe gegen seine Nachbarn erheben will. Was ist das für eine Prüfung? Das Herz des Weges ist Übung. Die Fähigkeit, Ärger zu unterdrücken, ohne Drohung zu verhandeln. Einen Konflikt zu beenden, bevor ein Funke zum Brand wird. Ich nehme an, der König ist mit derlei Dingen vertraut. Mit eurer Einwilligung würde ich euch gerne einer Prüfung unterziehen, hier und jetzt. Ich werde mich eurer Prüfung unterziehen. Schön, lasst uns beginnen. Boah, alles Diplomatik und Krams. Kamala entfernt den Zauber mit einer anmutigen Geste von den Feenwesen und beginnt einen anderen Zauber zu wirken, um sie nach Hause zu schicken. Die Nymphe und der Satyr sehen dich spitzbübisch an, als würden sie bereits einen Streich planen. Die Kackteile aus der ersten Welt. Lass die explodieren zu Fleischfetzen. Okay, sag mal, wer seid ihr und was macht ihr hier? Oh, wir können die alle benutzen. Ihr geht besser zurück in eure Welt. In diesem Land gibt es Monster, die Feenwesen verschlingen. Die fressen euch einfach auf. Ja. Haltet still oder ich hacke euch Arme und Beine ab. Bam. Die Feenwesen beobachten dich und deine Waffe verängstigt. Sitzen still und warten auf das Ende des Rituals. Das war's. Zeit für euch nach Hause zu gehen. Gut. Nein, nein, wir sind gerade erst angekommen. Wir gehen nirgendwo hin. Der Satyr holt eine Panflöte heraus und spielt darauf. Wildenwurf, gut. Eine kurze Müdigkeit überfällt dich, aber dann fällt der Zauber von dir ab. Als der Satyr merkt, dass es nicht funktioniert hat, versteckt er seine Flöte wieder. Na schön, vielleicht sollten wir wirklich gehen. Am schönsten ist es doch zu Hause. Angreifen. Nein, verdammt, ich entschuldigt so ein Verhalten nicht. Ja, gute Reise. Wir wollen ja mit denen da uns verbünden. Mit der Aussicht auf Verbündete. Was? Der Klang von tausend Schreinen. Schreien. Kamala, der Phönix, wirkte einen Zauber und ein Portal in die erste Welt zu öffnen, einige Feen in ihre Heimat zurückzubringen. In der Zwischenzeit sollten wir friedlich ohne Gewalt oder Drohung, dazu bringen, eine Weile geduldig abzuwarten. Feen und Geduld. Schon jemals. Oh gut. Ohne Drohung. Wir haben die aber eingeschüchtert. Okay, gut, das hat geklappt. Das habe ich überlesen. Kamala schüttelt den Kopf. Verzeiht, aber ihr habt meine Prüfung nicht bestanden. Eine Bedrohung ist nicht so endgültig wie Gewalt. Birgt aber dieselbe giftige Saat. Wer Angst sieht, will Hass ernten.
Ich lade euch ein, die anderen Meister des Ordens zu treffen und ihre Prüfungen zu bestehen. Habt keine Angst vor dem Scheitern. Niemand auf der Welt ist perfekt, aber wir müssen sicher sein, dass jene, denen wir helfen, auch würdig sind. Brecht zum Tempel des Elchs auf. Bruder Visaka, das Einhorn erwartet euch dort zu eurer nächsten Prüfung. Oh! Erzählt mir mehr über euren Orden. Anders als viele andere Mönchsorden unterrichten wir keine Kampfkünste. Die Geheimnisse, die wir teilen, sollen Frieden und Einklang sehen, nicht Zerstörung. Ihr werdet mehr von meinen Brüdern und Schwestern erfahren, wenn ihr sie aufsucht. Kamala der Phönix, dieser Name klingt nicht elfisch. Als ich alle Prüfungen bestanden hatte und dem Orden beigetreten war, gab mir der Lehrer einen neuen Namen in der Sprache seines Heimatlandes, wie er es immer zu tun pflegt. Kamala bedeutet Lotus, eine Blume, die im Sumpfschlamm wächst, aber dennoch unbefleckt weiß strahlt. Dieses Symbol spricht für sich selbst. Aha. Was den Phönix betrifft, das ist eher ein Titel, er bezieht sich auf jene, die ihre primitiven Instinkte verbannt haben und aus der Asche reine Willenskraft zum Leben erwecken. Bevor ich den weisen Weg beschritt, habe ich viel Schaden verursacht und dumme Dinge getan. Denn ich wurde von dem Tier in mir gesteuert. Heute hat es keine Macht mehr über mich und ich folge dem Weg des Gesetzes und des Guten, wie der Lehrer es vormacht. Es ist naiv zu glauben, der Herrscher derart wilder Lande könnte ein Pazifist sein. Wir verlangen nicht, dass ihr denselben Spur der Gewaltlosigkeit ablegt wie wir. Es gibt viel Böses in der Welt. Und in dieser Welt von Feuer und Stahl wird derjenige, der seine Waffe ablegt, oft zur Nahrung von Monstern. Dennoch versuchen wir denen zu helfen, die weniger Unheil anrichten. Keiner von uns wird je ein friedliches Golarion erleben. Aber wir alle leisten unseren Beitrag, um es möglich zu machen. Ja, Frieden in Golarion, ihr seid schlichtweg wahnsinnig, wenn ihr Zeit und Mühen auf so einen unerreichbaren Traum verschwendet. Unerreichbar? Nur wer den Weg bis zum Ende gegangen ist, weiß wirklich, was möglich ist. Unser Ziel liegt noch in der Ferne, aber es lohnt sich, sein ganzes Leben lang dorthin unterwegs zu sein. Was wisst ihr über die Macht, die hinter Portalen steckt? Wir werden unser Wissen mit euch teilen, wenn ihr euch als unserer Hilfe würdig erweist. Okay. Verschwinde. Okay, gehen. Lebt wohl, Durchlauf. Möge euer Wegweise Gedönsrad sein. Hin. Okay. Haben wir was aufgeschnappt hier? Das war ganz cool. Also die Prüfung des Phönix haben wir dann doch bestanden. Also Stuff. Uralte Elfenperle. Ist hier Ende? Ist doch erst die Hälfte, oder? Affen. Kann man hier durch? Oh. Oh oh. Ihr wurmzerfressener Schwachkopf, ihr habt sie kaputt gemacht. Wirklich, Krummhexe? Versucht eure Gedankentricks nicht. Wir haben nichts dergleichen getan, Hexe. Ihr habt unser Eigentum. Thank you.
Hallo Kinder, was zur Hölle war da los? Schicker die vielen. Die Gestalt vor dir trägt eine graue Robe, doch der Körper darunter flackert, wechselt Alter, Geschlecht und Volk. In einem Moment ist er ein alter elfischer Mann, dann eine junge Menschenfrau, ein tätowierter Zwerg und so weiter. Er hebt deine Augenbraue. Und? Habt ihr sie uns beschafft? Euch was beschafft? Oh, stimmt ja, ihr wisst ja noch gar nichts darüber, richtig? Ganz ehrlich, wir wissen wirklich nicht, wie ihr alle damit zurechtkommt, euch immer nur in eine Richtung durch die Zeit zu bewegen. Aber darum geht es gar nicht. Ihr müsst uns die erste Krone beschaffen. Was? Was ist die erste Krone? Ein magischer Od. Die verzauberte Krone des ersten Königs, dessen Reich Nerissa vernichtet hat. Sie hat sie der Krummhexe als Zeichen der Anerkennung gegeben. Aber da nun der sich windende Mann der aktuelle Favorit der Nymphe ist, hat er das Gefühl, sie gehöre rechtmäßig ihm. Sie haben wochenlang darum gekämpft. Oh shit, wo finde ich sie? Im Verlauf des Kampfes haben die Krummhexe und der sich windende Mann die Krone versehentlich in drei Teile zerbrochen. Und die magische Gegenreaktion hat jedes davon an einen anderen Ort, irgendwo in diesem Wald teleportiert. Falls wir genau wüssten, wo, bräuchten wir euch nicht, um danach zu suchen, oder? Was habe ich davon? Ihr habt es doch auf die selbsternannte Nymphenkönigin abgesehen, oder? Wir werden sie zwar nicht direkt bestrafen, aber ihre Anmaßung ärgert uns. Bringt uns die Krone und wir versprechen euch, ihr werdet leichteres Spiel haben, sie zu stürzen. Gut. Warum wollt ihr sie? Eine gute Regel, um in der ersten Welt zu überleben, lautet, den Feenfürsten nie nach dem Grund zu fragen. Ganz ehrlich, die meisten Sterblichen sind überglücklich, wenn sie eine göttliche Aufgabe erhalten. Sagen wir einfach, die Krone hat das Potenzial, signifikante Wellen auf dieser Zeitachse auszulösen. Und die würden wir gerne in eine positive Richtung lenken. Wir könnten das natürlich selbst machen, aber ihr wisst ja. Chica winkt Zage ab. Politik. Chica die Vielen. Chica die Vielen gehört zu den Ältesten, ein göttliches Feenwesen mit enormer Macht, das angeblich aus einer Laune heraus die Grundstruktur der ersten Welt neu formen könnte. Chica könnte den Titel oder eine Rolle zahlreicher Entitäten sein. Könnte ein Titel. Männlich wie weiblich, die den Namen über die Zeitalter geführt haben. Sie alle waren Chronomanten, die die Zeit beherrschten. Die Zeit verhält sich merkwürdig in der ersten Welt, aber Chica scheint sie manipulieren zu können. Seine oder ihre vielen Formen und Persönlichkeiten über die Zeit, Vergangenheit und Zukunft sitzen vielleicht in Chica zusammen, außerhalb der Zeit, zumal sie alle mit derselben Stimme sprechen. Krass. Valerie, immer dieselben Spielchen von den Göttern und denen, die sich für Götter halten. Es ist so ermüdend. Ich mach das. Ausgezeichnet, wir werden hier sein, wenn ihr zurückkehrt. Sagt mir, was ihr von mir wollt. Oh, stimmt ja, ihr wisst aber gar nichts darüber, richtig? Das hat man gerade. Das ist genug fürs Erste. Davon fürs Erste. Wer seid ihr? Und sie spricht auch in Mehrzahl. Unser Name ist Chica. Obgleich manche uns die Vielen nennen. Wir gehören zu den Ältesten, den Feengöttern der ersten Welt. Wir verkörpern, was ihr als Zeit, Zufälligkeit und Reinkarnation nennt. Warum verändert sich euer Gesicht ständig? Oh, ihr seid aber ganz schön nassforsch. Was? Wie? Unsere Form verändert sich, weil es schon viele Chicas gab und viele weitere geben wird. Vor langer Zeit haben wir beschlossen, lieber ineinander verschränkt als hintereinander zu leben, damit jeder die gesamte Ewigkeit erleben kann.
Das ist viel interessanter. Uh-huh. Was will ein Ältester von mir? Was will jeder Gott, Kind? Schnelle und gehorsame Dienste mit möglichst wenigen unangenehmen Fragen. Ihr Sterblichen lasst darin häufig etwas zu wünschen übrig. Aber wir hoffen, ihr werdet uns das Gegenteil beweisen. Weiß Nerissa, dass ihr hier seid? Nein, und glaubt nicht. Glaubt uns, es wäre besser für alle Beteiligten, wenn ihr es dabei belassen würdet. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ich denke, wir sind hier fertig. Nee. Wer sind die beiden? Die Krummhexe und der sich windende Mann sind Nerissas Hauptberater. Die beiden Monster-Dinger? Die Hexe ist eine Priesterin und Hexenkönigin und kann nach Belieben Pflanzen manipulieren. Der sich windende Mann ist ein sterblicher Zauberer, der den Untod suchte und jetzt ein Schwarm Grabwürmer ist. Okay. Die beiden sind Nerissas mächtigste Verbündete und sie hassen einander. Seit einiger Zeit kämpfen sie um die erste Krone. Lindsay, das war lustig. Ich hatte auf eine Zugabe gehofft. Warum kann es nicht immer so sein? Unsere Feinde kämpfen gegeneinander und wir dürfen ihnen zusehen und applaudieren. Warum hassen sie einander? Eine Kreatur wie Nerissa hat keine wirklichen Freunde, aber sie belohnt ihre Verbündeten großzügig. Sowohl die Krummhexe als auch der sich windende Mann wollen ihre rechte Hand sein und ihr sogenanntes Königreich an ihrer Seite regieren. Und beide halten nicht viel vom Teilen. Sagtet ihr, er besteht aus Würmern? Es ist schon erstaunlich, wie weit ihr Sterblichen geht, um dem Tod zu entgehen. Ganz ehrlich, diese ganze Sache mit der Sterblichkeit scheint uns ziemlich mühsam zu sein. Zum Glück hat die erste Welt damit nichts zu tun. Harim, worüber sollte man froh sein? Die Kreaturen der ersten Welt genießen ihre Illusion der Unsterblichkeit. Doch selbst sie sind machtlos, den unausweichlichen Weg der Welt zu verändern. Eines Tages wird jeder Pfad aufhören, jeder Faden durchtrennt werden und jedes Leben sein Ende nehmen. Was ist die erste Krone? Magischer Ohren. Genug fürs Erste. Wer sind die Krummhexen und der sich findende Mann nochmal? Okay, verstehe. Ich denke, wir sind hier fertig. Wir werden uns wiedersehen. Oder besser gesagt, wir haben uns bereits wiedergesehen. Oh Mann, Psycho. We do it my way. Kämpfen hier mal noch? Boah, hier ist voll der Krater jetzt. Oh Mann. Over there. Oh, Stuff. Noch eine Elfenperle. Ja, guck da, komm. Wie geht denn das hier noch? I won't be You're halted. But a footnote in our story. Ach, diese komischen Zwergenteile. Schön gemacht, der Saal. Gleich nochmal. Oh ja, Saal, die haut die Ohren. Alle so negative Energie. Das ist ihre Sense, die pockt manchmal. Oh, die haben direkt seltene Dinger dabei. So, jetzt bin ich schon wieder komplett drin, ne? Also jetzt will ich schon wieder nicht mehr aufhören. Aber wir dürfen die Aufnahme nicht zu lang machen. Mal noch mehr? Na. Okay, also hier geht's irgendwo weiter. Dann will ich aber jetzt. Head on! Wo geht's mal auf diese? Dust, you will go. So. Oh! Alraunengigant, den haben wir schon mal aufgelöst, den Typen. Ist eine Auflösung, ne? Let's go.
Ist er tot? This body holds no more. Shit. Wo ist mein neuer Zauber? Aufi. Ist egal jetzt. Stärke Schaden. Mist, ich hätte mit Harim das Ding hier zaubern sollen. So, zauber dann den mal. Muss ich das ganze Dialog nochmal machen? Hat er irgendwas halt mehr speichern sollen? Nein, was habe ich das letzte Mal gespeichert? Also ewig hier. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Gehen wir hier wieder rein. Wir sind also praktisch hier jetzt noch nicht drin gewesen. Ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.